Unser nächstes wichtiges Segment für den Panzerbau, welchen Bereich, ist die Hals. Hals, Nacken, Rachen, das alles gehört zu diesem Segment. Und das ist das dritte Segment, Augen, Kiefer entspannen wir zuerst und dann kommen wir zur Hals. In der Hals entstehen die Panzer dadurch, dass wir unsere negativen Emotionen nicht zum Ausdruck bringen dürfen. Ja, es ist doch verpönt in unserer Gesellschaft, die Wut zu zeigen. Wir fressen sie rein. Nacken spannt sich an, Gesicht versucht zu lächeln und so zu tun, als ob alles in Ordnung ist. Man zeigt doch nicht die negativen Emotionen. Das ist so unbequem für die anderen. Aber das ist wie mit Müll. Du sammelst es zu Hause Monate, Jahre lang oder bringst du die Müll in die Mülltonne regelmäßig weg? Wenn du sie regelmäßig wegbringst, riecht es in der Wohnung viel, viel angenehmer. Genauso ist es in unserem Körper. Wenn wir unsere negativen Emotionen zulassen und auch zum Ausdruck bringen dürfen, können wir uns davon befreien. Sie belasten uns nicht weiter. Ja? Du hast sie schon erlebt. Du trägst sie nicht wie ein Rucksack mit dir das ganze Leben weiter und weiter. Jetzt, wenn du dieses Bereich entpanzerst, natürlich kommt Müllgeruch daraus, du spürst komische Emotionen, aber das ist vorübergehend. Das ist das Prozess der Erstverschlimmerung. Bei der Reinigung hast du bestimmt mehrmals von den Heilpraktikern davon gehört. Hals trennt oder verbindet unser Kopf und unser Herz, dass unsere Emotionen und unser Verstand im Einklang ist. Halsbereich ist auch wichtig dafür, dass unsere Stimme gut klingt, dass unsere Worte wirklich bei den Menschen ankommen. Nicht nur oberflächlich die Inhalte, denen man nicht mal folgen darf oder kann, wenn die Stimme zu oberflächlich ist, sondern du spürst, dass der Mensch aus dem Herzen spricht mit dir. Manchmal aus dem Bauch oder manche Frauen können aus der Gebärmutter sprechen. Und diese Stimme ist einfach unwiderstehlich. Manche Männer können auch aus ihrem Sexualzentrum sprechen. Und das wirkt Wunder. Wir werden jetzt unseren Halsbereich entpanzern, indem wir unsere Wut zum Ausdruck bringen, mit Geschrei am liebsten. Deswegen ist es natürlich gut, entweder in ein Kissen zu schreien oder einen sicheren Raum für dich zu finden, wo du tatsächlich laut sein darfst. Es geht hauptsächlich um die Anspannung von der Halsnackenmuskulatur, Anspannung bis zum Punkt, wo der Körper kapiert, das ist die Anspannung da, und dann aktiviert der Körper selbst die Mechanismen zur Entspannung von diesen Muskeln. Weil die Panzer tragen wir in uns mehrere Jahre, wir gewöhnen uns dran und wir denken, es ist in Ordnung. Wenn ich aber ein bisschen übertreibe, wenn ich diese indirekte Technik der Entspannung nutze, wirkt sie wundervoll. Gleich geht es zu der Übung.